Guten Tag, heute frage ich 7 YouTuber auf Craftech random Fragen und werde mit den Antworten eine Figur bauen, ohne dass sie es wissen, wie die Figur... wie die Figur danach aussieht und wen ich gefragt habe, seht ihr jetzt gleich. Aber davor müsst ihr bitte noch zusammen, Jungs. Wir sind kurz vor den 90.000 und schaut bitte auch bis zum Ende, Jungs, weil sonst gönnt YouTube nicht. By the way, das Video ist ein bisschen älter, also nicht wundern. Ich muss mit 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Bitches, die mich lieben, ja. Ich muss mit 7 Leuten heute reden. Wir fangen direkt an mit Stegi. Darf ich dir 3 Fragen stellen? Ja, klar. Für ein Video bin ich immer dabei. Ja, okay. Ich habe eine Frage. Ja. Was ist dein Lieblingsfilm? Ja, musst du den kennen? Ja. Okay, Shutter Island. Kannst du einen anderen nennen? Fight Club. Fight Club? Ist das ein realer Film? Machen wir es anders, okay? Oder, okay. Gib mir die Antworten auf die 3 Fragen und ich versuche dir einfach zu sagen. Was ist dein nicht Real-Life-Lieblingsfilm? Chihiros Reise ins... Oh, kenn ich. Was ist dein Lieblingskörperteil? Das Herz. Nee, das ist kein Körperteil. Dann nehme ich den Arm. Letzte Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe? Lila. Okay, reich mit Stegi, kommen wir zu Veto. Bitte, ich muss dir Fragen stellen. Okay, frag mal. Wo bist du? In einer sehr großen Höhle mit Clay. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin, dann frage ich dich einfach so. Okay, Veto. Nein, komm jetzt hin. Nein! Ja, okay, dann nicht. Wird halt ein Scheiß-Video drin. Was ist dein Lieblings-Nicht-Real-Life-Film? Shrek. Shrek? Ja. Ei. Warum? Nee, ist okay. Shrek. Erstmal lieber hergekommen. Hast du Raketen, die du vorbeifliegen kannst? Ja, hey, aber dann kann ich dir jetzt die Fragen stellen. Okay, Jungs, wenn das Veto jetzt kurz Subs vorliest, gucken wir uns ganz kurz einen Clip an. Also ich habe den gestern das erste Mal gesehen. No joke, ich musste offstream lachen. Bitteschön. Hallo, Revi. Ja, ich bin da. Ich höre dich aber nicht. Warte kurz. Danke für die 26 Subs. Ich bin auf halben. Kannst du kommen? Ich steffe gleich selber. Ja, hier, ich hab ihn. Soll ich aufsammeln? Okay. Ja, mach Kiste oder so, wenn du hast. Ja, nee. Ich. Ja. Ich hab eine Schalker-Kiste dabei, eine leere. Junge, warte, what the was ist fuck? Das? Ah, Junge! Hau ab, hopp! Nein, also der kennt mich! Hau ab, hopp! Lock raus! Oh, nee, der hat Rissen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Nein, wir haben gesagt, du sagst grün. Nein, was? Er meinte auch noch, sein Lieblingsteil, Körperteil wäre Füße, aber hab's nicht mehr wiedergefunden, wo das ist. Waitando! Der nächste ist... Fabo. Fabo, bist du da? Können wir kurz reden? Guten Tag, guten Tag! Wo bist du? In meiner Base. Welche Base? Da, wo du immer klaust. Was ist dein Lieblings-Nicht-Real-Life-Film? Digga, ich hasse Filme, Digga. Dann sag ich Cars. Cars? Okay. Was ist dein Lieblings-Körperteil? Dein Schwanz, Digga. Mein Schwanz? Nein, was ist dein Lieblings-Körperteil? Nein, ist Spaß! Keine Ahnung, mein Arm. Was ist deine Lieblingsfarbe? Nein, ist Spaß die Frage, oder? Das ist schwarz. Warum nicht weiß? Der nächste ist... wichtiger. Versteht ihr, wegen Baby wichtiger? Wenn ihr jetzt nicht abonniert und liked in den nächsten 5 Sekunden, kommt dieses Baby um 3 Uhr nachts und gibt euch Kekse. Ich komm grad noch hergeflogen, warte bis ich da bin. Nein, ist okay. Nein, ist nicht okay. Nein, ich will aber jetzt nicht... Nein! Hier...
Stopp, Hurensohn. El Messi! Spaß, chill. Ich wollte nur OP-Ram, aber jetzt ist unlustig. Sorry. Seitdem diese neuen Streamer drin sind, ist Crafting nicht mehr das gleiche. Aber real talk jetzt. Hallo, wichtiger. Was geht ab? Was ist dein Lieblingsfilm? Halt die Fresse. Setz dich. Was ist dein Lieblings-Nicht-Real-Life-Film? Spider-Man Far From Home. Ist doch egal. Ja, kannst okay. Du dich hinsetzen, du! Okay, was ist dein Lieblingskörperteil? Lass mich nachdenken. Okay, Hände dann, Hände. Hände? Hände! Okay, Lieblingsfarbe? Sag rot. Rot. Kommen wir zu ihm hier. Hallo? Hugo. Was geht ab, Digga? Was gibt's, mein Großer? Okay. Ich hab jetzt 3 Fragen an dich. Okay, ja. Warum hast du TNT in der Hand? Nein, Mona, ich mach nichts, alles gut. Was ist dein Lieblings-Nicht-Real-Life-Film? Ja, dann Rapunzel. Rapunzel? Ja. Okay, was ist dein Lieblings-Körperteil? Cock. Nein, kannst du bitte Haare sagen, weil du das Rapunzel gesagt hast? Ich muss fragen nochmal kurz. Okay, stimmt, fürs Video, oder was? Ja, okay, ja. Ich bin bereit. Was ist dein Lieblings-Körperteil? Ich glaube, wenn ich ganz genau nachdenke, ich glaube Haare sind nice. Okay, ich schreibe auf. Was ist deine Lieblingsfarbe? Okay, damit du Platz zum Schneiden hast, was soll ich sagen? Nein. Grün? Grün? Ja. Ist Walla, das ist deine Lieblingsfarbe? Ja, ich würde schon sagen. Ey, Digga, ich bin nicht mehr... Halt's Maul, Ruppels. Kommen wir zu... Ach, scheiße. Ich habe 3 Fragen, wenn das okay wäre. Ja? Was ist dein Lieblings-Nicht-Real-Life-Film? Moana. Kenn ich. Ja, der heißt Moana. Okay. Das erste, okay. Der mir so eingefallen ist. Was ist dein Lieblingskörperteil? Mein Schwanz. Sagst du Schwanz? Ich sag Schwanz, ja. Okay, letzte Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, ich muss Orange sagen. Orange? Ja. Okay. Ja. Warte, du hast jetzt meine Sicherheitsfragen ausgecheckt, oder was? Nein, ich frage okay. Das so. Ich frage das so ein paar Leute und dann mache ich dann sowas. Okay, ey, ich freue mich drauf. Kommen wir jetzt zu No Risk. Digga, mein Bildschirm ist ein bisschen dreckig, ne? Was ist dein Lieblingsfilm, der nicht Real Life ist? Keine Ahnung, Naruto. Naruto? Ja. Oh, okay. Fortnite, we like Fortnite. Poggers in chat. Fortnite. Was ist dein Lieblingskörperteil? Von Männern oder Frauen? Mein Lieblingskörperteil ist das rechte Bein. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Kommen wir jetzt zu ihm hier. Guck mal, was ich gefunden habe. Hallo, Hugo. Hallo, Eiko. Wie kann ich dir helfen, Hugo? Ich habe 3 Fragen an dich. Was ist dein Lieblings-Nicht-Real-Life-Film? Robots. Lieblings-Körperteil. Dann nehme ich mein Gehirn, das nämlich wunderschön. Also Kopf? Ja, Kopf. Ja, ist auch okay. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Gelb. Das ging schnell. Hallo? Ich muss dir 3 Fragen stellen. Was? Wenn du mit mir redest, wie kann ich dir helfen? Ich esse gerade. Was hast du gerade? Nutella-Brot. Okay. Gesundheit. Okay, dann stell deine Frage, würde ich sagen, okay, oder? Wo bist du? Ich bin bei mir zu Hause, warum? Warte, ich komm kurz. Muss vor mir stehen. Ja, ich mach nix, ich frag nur. Was fragst du? Ich frag dir 3 Fragen und dann geh ich wieder. Okay. Was? Ja. Erste Frage. Was ist dein Lieblings-Nicht-Real-Life-Film? Bro, was willst du von mir? Was ist das jetzt hier für ein Scheiß? Ja, was ist dein Lieblings-Nicht-Real-Life-Film? Was ist das für eine Frage? Sowas wie Shrek. Ja, Shrek. Nein, das geht nicht. Muss warum? Ja, weil das hat schon einer. Ja, aber ich finde Shrek halt geil. Ja, aber hast du keinen anderen Film? Der Polar Express. Shrek. Bro, du stellst mir Fragen, du sagst, nee, geht nicht. Du stellst mir Fragen über mich und sagst, nein. Ja, okay. Okay, was ist deine Lieblingsfarbe?
Türkis. Ja, das war's. Was willst du von mir? Okay, dann würde ich sagen, Jungs, wir bauen jetzt, okay? So, ich baue die Figur hier hin, Jungs, okay? So, wir fangen an mit den Füßen und Fuß hat Veto. So, Füße, fertig. So, und zwar, Jungs, Norris hat Naruto und Dunkelblau. Das ist perfekt, weil... Kennt ihr diese Naruto-Hosen? Wir haben nämlich immer am Oberschenkel so ein Verband. Ja, sagt ehrlich, Jungs, wie findet ihr Naruto-Bein? Das nächste ist von Joecraft. Er hat zwar gesagt Hand, aber es tut mir leid, Digga. Wir müssen was anderes. Ja, Joecraft kann man leider nicht sehen, Jungs. Seit da die VOD gemutet war, halb. Tut mir leid. Ja, wollen wir sein Bein nehmen? Also oben so richtig fett und da hier so richtig dünn. Das ist das Bein. Wollen wir als Körper diese bei Polar Express gibt's ja diesen Zugmensch, der so Tickets macht. Wollen wir da dem so türkise... Ich hab ne Idee. So, das ist so eine Jacke, sagen wir es jetzt so. Das sieht mehr aus wie eine Jacke. Okay, rechter Arm Fabo von Cars und das wird ein Reifen. Was soll ich für einen Arm dahin machen? Wenn Fabo mir sagt, er will was Schwarzes von Cars. Oh! Oh! Da hat jemand eine gute Idee geschrieben. Wie wäre es mit diesem Abschlepphaken von diesem Braunen da? Denkt ihr? Okay. Linker Arm von Degi. Chihiros Reise ins Zauberland. Ah, stimmt. Die Spinnenbeine, ne? Re-Rap! Die Statue hat was. No joke. Also bis jetzt. Ich muss dir jetzt so Spider-Man-Hände geben, Digga. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. So. Schwanz. Orange von Rumatra. Der Film von Rumatra war Moana. Oh. Oh, ich hab ne Banger-Idee. Wollen wir sie ausziehen und das dann um unseren Bauch rum dingsen, so als Jacke? So, was fehlt jetzt noch? Ja, der Kopf. Ja, genau die meine ich. Ja, die ist die einzige, die gelb ist. Ich glaube, das könnte ich. Also, okay, wenn scheiße aussieht, dann ist okay. Aber wir warten noch. Ich mache jetzt die Haare. Ach so, warte, ich muss doch vorlesen. Rupels hatte Haare und hatte Rapunzel. Und seine Lieblingsfarbe ist grün, deswegen machen wir jetzt richtig lange grüne Haare. Sieht das gut aus? Ja oder nein? Wir gucken. Ich finde es nicht schlecht.